Der Außenminister der USA, Antony Blinken, warnte davor, dass China in einigen Bereichen wie Infrastruktur und Technologie bereits weiter sei. Ergreife man nicht die erforderlichen Maßnahmen, werde die Wettbewerbsfähigkeit der USA darunter leiden. Da Infrastruktur und Technologie ein wichtiger Faktor der amerikanischen Außenpolitik darstelle, werde man in diesen Bereichen investieren, um die chinesische und russische Theorie vom amerikanischen Stillstand zu entkräftigen. Die Biden-Regierung hat beschlossen, Lukaschenko, den Präsidenten von Belarus, und sein Regime zu sanktionieren. Dies wird durch Menschen- und Grundrechtsverletzungen begründet. Außerdem beschloss England am 8. August, Belarus erneut zu sanktionieren. Weil China gegen die Krypto- und Mining-Industrie vorgeht, könnte die USA zur neuen Hochburg der Krypto- und Mining-Industrie werden. Fakhreddin Yokuş, Parlamentarier der I-Partei, kritisiert eine chinesische Propagandadoku, die in der chinesischen Botschaft in Ankara gezeigt wurde. Yokuş sagte dem Freien Asiensender, dass diese Propaganda eine Irreführung Chinas sei, um von der Unterdrückung der Uiguren abzulenken. China betreibe diese Desinformationspolitik schon immer, aber man werde diesen Lügen keinen Glauben schenken, so Yokuş. Wie der Verteidigungsminister der USA Lloyd Austin mitteilte, hat das Pentagon eine Impfpflicht für alle US-Soldaten ab Mitte September beschlossen. Der Präsident Biden erklärte, er unterstütze die Entscheidung nachdrücklich. In Beihai in der Region Guangxi ist ein Boot mit 30 Passagieren gekentert. Dabei sind 8 Personen gestorben und 5 wurden verletzt.